Fragen hattest du? Drei Fragen hatte ich, genau. Ob du mit dem Wissen, das du jetzt hast, die Sendung nochmal machen würdest? Also die Frage würde ich gerne dahin beantworten, ob ich das jemand noch mal raten würde, da mitzumachen, weil ich habe da jetzt mitgemacht, das war eine tolle Erfahrung, wirklich. Aber man muss sagen, man muss auch quasi der Charakter dafür sein oder bereit sein, da mitzumachen, weil das eine unglaubliche Konzentration von Emotionen ist. Das ist echt Wahnsinn und auch im Nachhinein, klar, darf man das alles nicht zu ernst nehmen, was in der Presse steht. Aber ansonsten ist es wirklich eine Erfahrung, die wirklich die einzigartig ist und deswegen könnte ich dazu raten, ja. Und ich sehe es auch nicht als ausgeschlossen, dass man da auch die Partnerin fürs Leben findet, weil da ist meine Theorie, die kannst du überall finden und die kannst du auch in einer Fernsehsendung finden, auch wenn es vielleicht unwahrscheinlich klingt, immerhin sind alle 21 Leute, die da mitmachen, verrückt genug, ins Fernsehen zu gehen und das ist dann eine Gemeinsamkeit, die Leute haben. Du hast deine Traumfrau jetzt nicht gefunden, hattest aber eine Riesenauswahl, wie muss sie denn jetzt sein? Was macht für mich eine Traumfrau aus? Ja, die Leute lachen immer, wenn ich sage, es sind so die inneren Werte, so eine gewisse Coolness, so zu sich selbst gefunden haben oder so, weil die immer sagen, ja, guck mal deine ganzen Ex-Freundinnen an, die sehen echt alle Hammer aus. Ja, das stimmt, aber die haben zu sich selbst gefunden und die hatten so eine gewisse Ausstrahlung und das macht für mich viel aus. Ich arbeite ja beruflich oft mit sehr wunderschönen Frauen zusammen in der Modelindustrie, in dem Modelbusiness und habe dann festgestellt, dass das wirklich nicht alles ist, sondern wenn eine Frau eine Begeisterungsfähigkeit hat, für was, ist mir fast egal, das kann fürs Häkeln sein, das kann für einen Job sein, das kann für Pferde sein, das ist eine Lebensfreude und das macht sexy und attraktiv. Oder vielleicht mit dir im Haus rumwerkeln. Boah, das denken viele, aber das muss gar nicht sein. Also ich zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht kochen und würde jetzt auch nicht für eine Frau jetzt unbedingt kochen lernen, weil man das dann von mir erwartet. Nee, ich finde, jeder sollte auch sein Ding machen, aber das mit Leidenschaft. Man soll auch viele Dinge zusammen machen in der Beziehung, aber es ist auch gut, wenn jeder sein eigenes hat. Wie geht's für dich weiter? Also worauf legst du jetzt deinen Fokus? Ich bin zunächst mal froh, dass alles ganz genauso weiterläuft wie vorher mit meinen Modeljobs. Das war ja auch vielleicht ein kleines Risiko. Ich bin froh, dass das überwiegend gut aufgenommen wird alles. Habe ein paar interessante Angebote, die natürlich über das normale Modeln hinausgehen. Vielleicht mal so eine kleine Moderation einer Show. Das macht dann einfach wahnsinnig viel Spaß, auch mal über den Tellerrand zu schauen. Und habe jetzt aber nicht den Fokus auf irgendeine Karriere jetzt erstmal gelegt, sondern genieße auch jetzt erstmal ein bisschen, dass die Sendung vorbei ist und dass so das normale Leben jetzt langsam wieder anfängt. Alles klar, gut. Gut, danke. Bitte.